Wer einen Infarkt überstanden hat, liebe Zuschauer, der muss lernen, sein Leben in eine neue Balance zu bringen. Eine Hilfe, diesen Einschnitt zu verkraften, kann Meditation sein. Lange wurde diese fernöstliche Entspannungsmethode als esoterisch belächelt. Aber aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse dürften dafür sorgen, dass das jetzt anders wird. Dem Körper Gutes tun. Ohne Medikamente. Mit sanften Verfahren. Heute Meditation. Kreisende Gedanken, Rastlosigkeit, 16 Stunden Arbeitstage, Schlafstörung, Burnout. Roland Mintgen bricht zusammen. Sein Herz macht nicht mehr mit. Intensivstation. Da habe ich richtig Angst bekommen, ne? Also richtig, das war, ja, das war nicht schön. Da kann man ganz ehrlich sagen. Und da habe ich dann so gedacht, Mensch, das war's jetzt. Ja? Ist immer gearbeitet wie so ein Verrückter. Und was ist geblieben? Ne? Ja, ist das alles gewesen? Der damals erst 36-Jährige zieht die Notbremse, weiß, er muss endlich zur Ruhe kommen. Er fängt an, sich über ganzheitliche Heilmethoden zu informieren und entdeckt schließlich die Meditation. Zen-Meister Michael Sabbas ist seit einem Jahr sein Lehrer. Nicht mehr nach außen zu schauen, sondern nach innen zu schauen. Also sich auf sich selbst zu konzentrieren, wahrzunehmen, zu spüren, was geht in mir eigentlich los? Welche Gedanken, welche Gefühle, wie fühlt sich mein Körper an? Meditation soll Geist und Körper Gutes tun. Seit mehr als 2500 Jahren. Reine Glaubenssache? Der Physiker Michael Sabbas meditiert seit 30 Jahren und stellt sich der Wissenschaft zur Verfügung. Die Kognitionsforscher Stefanie Tangeten und Jevgen Koromaldi von der Universität Bremen wollen herausfinden, was tut sich während des stillen Sitzens im Gehirn? Bereits nach wenigen Minuten registriert das EEG eine Veränderung. Ungewöhnlich hohe Theta-Frequenzen, wie sonst nur bei Schlafenden. Ein entspannter Wachzustand. Bei Langzeitmeditierenden hat man festgestellt, dass sie ganz bestimmte Bereiche, die mit der Wachheit und der Konzentration zu tun haben, aktiviert sind, dass ihr Puls niedriger ist, der Blutdruck niedriger, die Atmung tiefer und langsamer und insgesamt der Körper ruhiger ist. Ein Zustand tiefer Entspannung, der auch nach der Meditation anhält. Es finden immer weniger Prozesse in mir statt, die, wie ich sie von früher ja kenne, ne? Dass Verletztheit entsteht oder dass Ärger entsteht oder dass Wut entsteht oder gelangweilt sein. Also so diese ganzen Prozesse, die einen eher unangenehm sind, sage ich mal, finden einfach immer weniger statt. Aber wirkt Meditation auch schon nach kurzer Zeit? Anfänger Roland Mintgen empfindet ja und wird wissenschaftlich bestätigt. Studien belegen, bereits nach 8 Wochen tritt ein Effekt ein. Die haben schon gezeigt, dass sich da in dieser Cortex-Dicke, das heißt die grauen Zellen, das ist die graue Substanz, so wird die genannt, dass die sich tatsächlich schon verändert in bestimmten Bereichen. Sie haben sehr viel positivere Empfindungen gehabt und es wurde festgestellt auch, dass die Immunabwehr sehr viel stärker ist und dass man mehr Stress aushalten kann. Eine uralte Methode, die bei immer mehr Menschen auf Interesse stößt. Einmal kann man es selber üben. Es gibt viele Anleitungen, viele Bücher. Aber zu empfehlen ist schon, in eine Gruppe zu gehen oder sich auch jemanden zu suchen, der einen beraten kann. Es muss kein formaler Lehrer sein, aber welche Schüler, Schülerinnen, die schon länger üben. Und die gibt es in jeder Stadt. Wer selbst erfahren will, wie sich Meditation anfühlt, nimmt sich ein Kissen und 10 Minuten Zeit.
Ob's Körper und Geist gut tut, das spürt man dann schon.